Wenn Jens doch nur hier wäre, wenn er das erleben könnte. Das ist alles schön, aber trotzdem geht es unterm Strich immer darum, Geld zu verdienen. Logisch, oder? Warum arbeitet ihr denn? Da dran. Moinsen, Montag, 8. Juli, die Sonne scheint. So ein bisschen frisch, aber Sonne scheint. Morgen soll es richtig warm werden, 28 Grad oder so. War gerade mit dem Hund draußen, Mülltonne vorgezogen, die wird irgendwann heute geleert, dass er dann mit dem LKW direkt rankommt. Bevor ich jetzt meinen Kaffee trinke, wollte ich mal eben kurz auf einen Kommentar. Ich versuche jetzt mal auf die Kommentare so nach und nach, also nicht alle gehen nicht, aber so nach und nach einzugehen. Eine Frage war hier bei den neuen Kippern, die jetzt übrigens hier unterm Dach stehen. Hast du Portalklappen bei denen? Nee. Die haben keine Portalklappen. Wie man sieht, da auf der Seite da auch nicht. Denn, also zunächst einmal Portalklappen, berechtigte Frage, ist eine super Sache. Muss man haben. Aber wir haben, Moment, die Sonne blendet ein bisschen, ne? So, sowas. So, gleich haben wir Schatten. Gleich sind wir da. So, hier bei dem Zug haben wir Portalklappen an beiden Kippern und bei dem Zug ebenso. Und das reicht. Also wenn wir was transportieren müssen, wo wir eben diese Portalklappen brauchen können, und das habt ihr ja hier bei uns in den Videos auch schon oft genug gesehen, dass wir es nutzen, dann haben wir die beiden Züge, der alte und der neuere, also vier Wagen mit Portalklappen. Und aus dem Grunde habe ich gesagt, da können wir uns das jetzt sparen. Wir haben ja dann doch schon ein, zwei Extras damit reingenommen bei den Tandemkippern, aber Portalklappen eben nicht. Brauchen wir nicht, haben wir genug. Was war noch? Ja, warum hast du Tandemkipper genommen und keine normalen Akkuliner, so wie die? Wir haben die zwei Züge und die beiden Wagen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das im letzten Video gesagt, ich habe jetzt auch nicht weiter nachgeguckt. Diese haben wir gekauft, um eben primär eine Steckekartoffeln, und das meiste, was wir machen, sind nun mal die Steckeindustriekartoffeln, in der Ernte schnell vom Feld wegzukriegen. Deshalb breite Reifen, dass sie gut überrollen auf dem Acker, auch wenn es mal hier oder da ein bisschen feucht werden sollte. Nach Hause, Bunker, 5 Minuten kippen, Züg wieder los, durchtauschen, nächste nach Hause und so weiter. Wenn wir also, das ist zumindest mein Plan, wenn wir Stärkekartoffeln roden, zwei Schlepper, zwei Tandemkipper, wenn wir morgens hinfahren, hängen wir hier jeweils einen von den anderen Akkulinern hintern, das sind die, die auf dem Feld stehen, hängen die da ab als Reserve und fahren dann, das ist der Plan, wie es dann nachher läuft, werden wir sehen, aber fahren dann mit den beiden Tandemkipper im Wechsel immer die Kartoffeln nach Hause und oder in der Miete, das wird sich zeigen, was wir machen müssen, und die anderen als Reserve auf dem Feld stehen lassen. Und die kann man dann, wenn dann mal einer voll ist, wenn wir nicht schnell genug waren, mit dem Kippen, mit dem dritten Trecker, die anderen oder die jeweils vollen auch nach Hause holen und auch abladen. So, und das sollte eigentlich von der Logistik so eigentlich, stelle ich mir zumindest so vor, und wenn man die Wege jetzt dieses Jahr betrachtet, sollte das auch hinhauen, abgesehen vielleicht von Osterfesede, weil das ist natürlich eine lange Strecke. Aber ansonsten ist alles sehr nah bei. Und dann fahren wir mit einem Wagen, wenn er voll ist, nach Hause. Das haben wir sowieso immer so gemacht, weil sonst kommst du nicht gegen an. Da wartest du nicht, bis zwei Wagen voll sind, ne? Ja, und deshalb ist das so erstmal in unseren Augen die beste Lösung, wie wir es machen können. Wie es dann nachher läuft, sehen wir in der Ernte, wenn es richtig losgeht mit Wietzendorf. Wenn es losgeht, ist ja erstmal sowieso auf dem LKW roden und zack weg. Aber wenn wir dann anfangen, die Stärkekartoffeln einzulagern, dann wird es sich zeigen. So, ich gönne mir jetzt noch einen Kaffee und dann soll der Tag mal losgehen. Ne? Bis gleich. Autowagen. Wo liegt denn der nicht vor? Ah, Scheiße.
Nostalgie, Leute. Der alte Autowagen. Licht geht auf. 383.000 Kilometer. Es sei denn, der schon einmal rum. Das weiß ich nicht. So, folgender Plan. Ich fahre mal eben zum Kollegen, der mir netterweise seine Lego-Steinzange ausleiht. Denn da müssen, ich glaube, 1, 2, 3, ich glaube, 4 Lego-Steine müssen wir umsetzen. Das sind die, die da hinten so in den 90-Grad-Winkel stehen. Damit wir genug Platz haben für den Bau von der Halle. Handwerker sind heute keine da. Das hört sich nicht gut an, ich weiß. Läuft aber noch. Handwerker sind heute keine da. Ich hoffe, denke, dass die morgen kommen, weitermachen. Aber dann haben wir zumindest die Lego-Steine schon mal an der Seite. Ich meine, ob ich da jetzt heute beigehe oder morgen. Ich frage ihn gleich mal, ob er die Zange heute wieder haben muss oder ob das auch morgen, übermorgen reicht. Morgen haben wir erstaunlicherweise Baumfellarbeiten. Lange Geschichte. Ich musste dann, weil wir ja nicht in der Zeit sind, wo man normalerweise Bäume sägen darf, einen Antrag auf Befreiung nach Paragraph 67 Bundesnaturschutzgesetz. Ich glaube, ich habe es richtig gesagt, stellen beim Landkreis. Das habe ich auch gemacht. Ich glaube, das ging auch recht flott. Mittwoch, meine ich, habe ich den Antrag gestellt und Freitag habe ich dann eine E-Mail bekommen, dass das genehmigt ist und auch noch mal auf dem Postweg zu das kommt. Das kommt heute an, weil es Freitag und Samstag war, es jetzt nicht in der Post, wird es heute kommen. Mit Auflagen, die ich noch nicht kenne. Also ich kenne die Auflagen beim Sägen, aber ich kenne nicht die Auflagen, was bedeutet Ausgleich und so weiter. Weil da werden definitiv Ausgleichsmaßnahmen drinstehen. Erzähle ich euch oder lese ich euch vor, wenn ich das Schreiben habe, aber auf jeden Fall dürfen wir die vergammelte Eiche wegsägen. Und das ist ja schon mal sehr gut. Und da habe ich dann auch schnell einen Termin bekommen bei den Experten. Und das geht morgen los, 8:30, glaube ich. 8:30 hatten wir abgemacht. Kommen die mit einem großen Steiger, so ein 30 Meter Ding. Und dann geht er los. So, dann, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hören könnt bei dem lauten Autowagen. Ich halte euch mal dichter. Und dann werden wir Mitte, Ende der Woche noch den Stumpen runterfräsen. Wir können die Wurzel da nicht rausreißen, das funktioniert nicht. Da machen wir zu viel von den anderen Wurzeln kaputt und deshalb wird der Stumpen einfach nur runtergefräst. Und dann kommt da ein bisschen Boden rüber. Da wird ja nichts drauf gebaut oder so. Also das ist alles gar nicht schlimm. Und dann kann man dann, wenn es ein bisschen nachgesagt ist, nochmal ein bisschen Boden nachfüllen und dann ist alles gut. Das ist der Plan. Jetzt aber erstmal eben die Lego-Steinzange holen. Ah, Leute, da lobst du den Autowagen zu früh, ey. Naja, also Zange habe ich drauf, zeige ich euch, wenn wir zu Hause sind. Wollte ich eben, sag Klaus, fahr mal eben nach hinten auf die Siloplatte, da liegt die. Jo, alles klar. Ich hatte das Auto ausgemacht, weil ich musste ihn ja erstmal eben suchen. Auto tot. Also elektrisch tot. Schlüssel umgedreht. Keine Lampe leuchtet und der Tacho geht auf 180. Ah, das ist ein ganz feines Auto. Ja. Batterieklemme vom Pluspol leicht lose. Da muss ich gleich mal eben Schlüssel ansetzen oder eine Zange. Aber ich habe hier. Ach, ich hätte ja eine gehabt, na egal. Einmal ein bisschen nachziehen, dann ist alles wieder schön. Aber jetzt geht auch wieder alles normal. Also Tacho, alles richtig und so. Aber Junge, kannst du dir nicht ausdenken. Ne? So. Laden die Zange gleich ab. Klaus sagt eben noch, ja, vielleicht hole ich die. Ich fahre ja sowieso bei dir vorbei. Das ist nämlich die. Mir ist egal. Wir setzen die Steine heute oder morgen um und dann bringe ich sie entweder hin oder wenn er zwischendurch schon bei uns vorbeigekommen ist, nimmt er sie mit, das sehen wir dann. Also vorab schon mal vielen Dank, Klaus, und wir sehen uns dann gleich zu Hause wieder. Ja, gut, da haben wir das gute Stück.
Keine Ahnung, nimm mal eben Weidemann zum Abladen. So nicht. Ist ziemlich fest. Was ist das für ein Scheiß? So, mal fest, kommt ab. Den auch noch einmal. Alter. Leck mich am Arsch. Da habe ich die Kamera zu spät angekriegt.
Ein Bomber im kompletten Tiefflug. Der war nicht hoch. Der hätte mit dem Tennisball kriegen können. Alter Schwede. Manchmal ist die Kamera einfach zu langsam. Tut mir leid, dass ich euch jetzt vollsabbeln werde, aber ich sitze im Autowagen, habe da gerade Zeit für. Gerade kam ein Anruf. So, da muss ich mal kurz ein bisschen vorgreifen. Viele machen es ja tatsächlich so, habe ich von auch bekannten Geschäftsinhabern schon öfter mal gehört. Zum Beispiel Motorradladen, die hatten dann mal vor vielen Jahren auch Motorradbekleidung, Helme und solche Sachen. Dann haben die Leute, sind da hingekommen, haben das anprobiert. Ja, ist ja ganz geil, aber ich überlege mir das nochmal und dann genau das Ding online bestellen, ne? Weil es ja irgendwie 5 Euro günstiger ist. Und long story short ist dann in dem Fall gewesen, ja, gibt halt keine Klamotten und keine Helme mehr in dem Laden, sondern nur noch Motorräder, weil die bestellst halt nicht online. So, es gibt halt Dinge, die bestellst du auch nicht online. Das funktioniert aber ja auch andersrum in der Theorie. Man kann ja auch sagen, pass mal auf, wir wollen ja unser Haus bauen. So, und in so ein Haus gehört nun mal eine Küche. Und da hatte ich ein bisschen gegoogelt für Inspiration. Man braucht ja auch mal ein bisschen, ja, was kann man machen, was ist möglich und ist das denn auch bezahlbar? Das ist ja auch wichtig zu wissen. Also hatte ich irgendwie Samstag oder wann das war, mich mal eingetragen auf so einer Seite. Da wurde mir Werbung von angezeigt. Da war ich, bin ich dann halt ein Werbeopfer geworden und habe mich da mal eingetragen, weil ich gerne kostenloses hier Dingsbums da mal so einen Preis hätte gerne gesehen. Ne, man konnte da anklicken, es wurden Bilder angezeigt, man konnte anklicken, was einem gefällt und was nicht. Und wenn man wollte, konnte man auch die Maße angeben, das hatte ich auch sogar getan. Irgendeine Seite, die hieß Kitchen Hero, nur auf Deutsch. Leute. Eben gerade rief dann eine Mitarbeiterin an oder halt ein beauftragtes Callcenter, eine Mitarbeiterin, ich weiß es nicht. Es waren zumindest keine Callcenter-Geräusche im Hintergrund zu hören. Also das ist ja schon mal viel wert. Weil wenn sowas ist, lege ich direkt auf. Blockiere die Nummer, da habe ich keinen Bock drauf. Also, ne, wenn, egal, anderes Thema. Also, klingelt das Telefon und mein Telefon war, ich sitze im Auto. Und ich nehme mir nicht das Telefon ans Ohr und sitze hier im Auto und telefoniere, sondern die Freisprecheinrichtung war an. Und dann war der nach Hallo gleich vollpampig. Ich höre mich hier doppelt. Sie haben das über Lautsprecher. Das ist unangenehm. Ja, tschüss. Nochmal blockiert. Also bei Kitchen Hero, falls das einer von den Mitarbeitern hier sieht, braucht er die nochmal anrufen. Nein, losgelöst davon hätte ich über die eh nichts gekauft, weil sowas macht man in einem Möbelhaus von um die Ecke im Idealfall, wenn wir denn was finden, aber wir sind auch noch nicht so weit. Wobei die ja alle Lieferzeiten haben, habe ich gehört. Also man muss sich da schon rechtzeitig irgendwie drum kümmern. Ne? Egal, so, das war jetzt der Lacher des Tages. Ich sehe zu, dass ich wieder nach Hause komme. War eben beim Jan. Liebe Grüße, danke für den Kaffee. Weswegen ich aber eigentlich angeschaltet habe, ist was anderes. Und zwar zwei Kommentare, die ich jetzt nicht vorlesen kann, weil ich Auto fahre, aber sinngemäß kann ich sie wiedergeben. Und da nehme ich jetzt vorweg, beide sind falsch. Beide sind falsch. Der jüngere Kommentar von beiden war, Mann, das ist ja toll, guck mal, was so alles gehen kann. Und die Bauern jammern so viel und anscheinend ist er ja gar nicht so viel dran am Jammern. Das läuft ja doch ganz gut. Der andere Kommentar ist von gestern, glaube ich. Also gestern ist der letzte Vlog ja online gegangen, als ich die neuen Tandemkipper vorgestellt hatte. So, da war es sinngemäß so, ja, wenn ich Windgeld habe, dann kann ich das auch. Das kann ja jeder. So eine betriebliche Entwicklung ist ja, wenn man Windgeld hat, ist das ja alles kein Problem. So, es hinkt beides. Also aus dem Letzteren, da hatte ich dann auch ein bisschen spitzer geantwortet und habe halt gesagt, okay, dein Neid sei mir gegönnt, weil da kommt ja auch noch die ganze YouTube-Money, die ich auch nicht weiß, wo ich damit hin soll. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen aufzudröseln. Also, wir hatten 23 viel, viel Ärger in der Ernte, das habt ihr gesehen, das könnt ihr in den alten Videos auch noch sehen, das war arg nass, wir haben aber ja alle Kartoffeln rausgekriegt, es gab auch zum Teil Qualitätsprobleme und so weiter und so weiter. Trotzdem war es unterm Strich ein gutes Kartoffeljahr, also finanziell gesehen.
wenn ich sage, ein gutes Jahr oder ein schlechtes Jahr, dann geht das immer unten unterm Strich drum. Weil das ist das, was wenn man dann seine Kalkulationen macht und das alles überprüft, wie ist es gelaufen und die Abrechnung aufdröselt, das ist das, was unterm Strich, wir arbeiten, um Geld zu verdienen und nicht, weil wir Maschinen so geil finden oder sowas. Es geht immer ums Geld verdienen. Das ist in dem Fall dann wenig romantisch. Es ist natürlich eine schöne Sache, dass uns die Arbeit Spaß macht, dass wir Bock drauf haben und dass wir während der Arbeit lachen können und dass Jens und ich gut zusammenarbeiten und so weiter und so weiter. Das ist alles schön, aber trotzdem geht es unterm Strich immer darum, Geld zu verdienen. Logisch, oder? Warum arbeitet ihr denn? Auch nicht nur aus Jux und Dollerei, würde ich mal vermuten. Das tun die wenigsten. Dann musst du schon wirklich irgendwie den Euro-Jackpot mit 90 Millionen knacken, damit du das sagen kannst. So, wir hatten also in 23 ein gutes Kartoffeljahr, überdurchschnittlich. Überdurchschnittlich. Das bedeutet, daraus resultiert ja dann irgendwann auch eine Einkommensteuer, die drückt. Dann war nicht nur das Kartoffeljahr gut, sondern ihr wisst das alle, wir sind mit Teil unserer Flächen in dem Windpark drin und da gibt es natürlich auch eine Pacht. Also ich bin da nicht dran beteiligt, mir gehört auch keine Mühle oder so, weil dann würde ich vor Lachen wahrscheinlich tatsächlich nicht mehr in Schlaf kommen. Aber natürlich gibt es da eine Pacht und diese Verträge sind so ausgestattet oder ausgeführt, dass wenn der Betreiber gut wirtschaftet, sprich er konnte an der Börse den Strom teurer vermarkten, als das EEG das hergibt, und das ist ja alles möglich, dann haben die Verpächter partizipieren da auch von. Ne? Da hat man dann auch was davon. Und das war in 23 auch der Fall. Das heißt, wir haben ein gutes Kartoffeljahr gehabt und wir haben ein im positiven Sinne unnormales Windjahr gehabt. Das zusammen führt dazu, dass die Einkommensteuer dann wirklich unangenehm werden könnte. So, und aus dem Grunde haben wir ein paar Investitionen vorgezogen. Nächstes Jahr oder das laufende Jahr, who knows? Niemand weiß das. Das ist nun mal so. Deshalb Investitionen vorgezogen, damit wir diese Einkommensteuergeschichte nicht so hart reingehämmert kriegen, wenn die Einnahmen nicht mehr so da sind. Weil die Steuern musste, das ist jetzt noch das nächste Problem, die Steuern musste immer dann bezahlen, wenn das Geld nicht mehr so üppig da ist. Ne? So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh, jetzt hast du die ganze Kohle rausgerauscht und nachher kommt trotzdem die Steuer und alles ist scheiße. Sowas passiert auch manchen. Uns aber, so denke ich zumindest, in dem Maße nicht. Ich mache seit einigen Jahren eine Liquiditätsplanung in Excel und nein, die stelle ich euch nicht zur Verfügung, die ich dann, und ich mache das auf monatlicher Basis. Das ist eigentlich für Betriebe eigentlich unsinnig, aber ich brauche das für mich persönlich fürs Controlling quasi, neudeutsch. Das heißt, ich möchte gerne kontrollieren oder ich möchte die Möglichkeit haben, die Plausibilität meiner Planung monatlich nachvollziehen zu können. Zu gucken, passt das noch oder ist das jetzt völlig scheiße? Und meine Excel-Tabelle, die ich mir gebastelt habe, die rotzt mir für jeden Monat raus, Kontostände Ende des Monats. Jeden Monat. Der schlimmste Monat ist immer der September. Und dann guckst du fortführend in den Jahren. Also ich hänge dann immer ein neues Jahr dran, wenn eins rum ist. Das sind immer ein 6-Jahres-Zeitraum, also das laufende Jahr plus 5. Also geht es jetzt im Moment bis 2030, meine Liquiditätsplanung in meine Excel-Tabelle. Und ich lasse das Vorjahr immer noch drin, damit man da auch nochmal gucken kann. So, und wenn ich feststelle, das passt nicht, egal ob das jetzt nach oben oder nach unten ist, dann gleich korrigiere ich meine Tabelle. Ich suche mir raus, woran hat's hier liegen? Woran hat das jetzt gelegen? Was war ausschlaggebend dafür, dass die Planung in irgendeine Richtung oben oder unten nicht korrekt ist? Dann prüfe ich, ist das eine Ausnahme oder wird das die Regel? Wenn es die Regel wird, wird es in den ganzen Jahren durchgezogen, bis in diesem Fall 2030, und dann wird das Ergebnis am Monatsende, Kontostände,
dementsprechend angepasst. Ist das außerplanmäßig und das passiert nicht nur einmal, sondern ich habe irgendwie zwei Fälle oder sogar drei Fälle, wo außerplanmäßig irgendwie was, keine Ahnung, oh scheiße, dann habe ich eine Zeile in der Planung mit prozentual angesetzt. Außergewöhnliche Ausnahme, wie habe ich das genannt? Keine Ahnung, unvorhergesehenes, so. Und da habe ich einen Prozentsatz drin vom Kontostand und dann wird der angeglichen. So dass ich das über die Jahre jetzt so langsam, es kommt immer noch mal vor, dass es nicht 100% passt, aber so im Mittel ist das schon recht korrekt. Da drin habe ich auch, wenn ich jetzt neue Investitionen plane, wie zum Beispiel diese Kipper, und nur weil ich die im letzten Video am Donnerstag war es, glaube ich, ja abgeholt habe, heißt das ja nicht, dass ich die Mittwoch bestellt habe. Das ist ja auch nicht auf der Hand, ne? Weil das sind ja auch Lieferzeiten. Ist ja schon ein bisschen länger her, ne? So, und da ist es dann so, und genauso auch mit dem Wohnhaus, was denn, das hatte ich ja schon mal gesagt, am meisten wehtut, weil das kein Geld verdient, oder auch mit dem Anbau der Halle. Das habe ich in meiner Planung drin und ich bin kein Steuerberater, weiß Gott nicht, aber ich habe für mich die mögliche Abschreibung erfragt. Halle 20 Jahre, Haus 50 Jahre, Maschinen 8 Jahre, 8 bis 10, je nachdem, was es ist. Und so schreibe ich es ab, habe das in meiner Excel-Tabelle mit drin und werde auf einen Monat runtergebrochen, weil ich halt meine Planung monatlich mache. Ermittle ich auf einen Monat und habe es in der Planung mit drin. Punkt. So, und so kann ich dann relativ, so genau wie es eben geht, ne? Wie gesagt, unvorgesehen ist und so weiter, aber so kann ich relativ gut sehen über die Auswirkungen, wenn ich heute was bestelle und das kommt in 4 Monaten und dann habe ich da einen Abtrag zu zahlen, habe einen Zins zu zahlen, wenn es dann finanziert ist, so die Kipper sind finanziert, habe die Abschreibungen auf der Gegenseite und sehe dann im Laufe der Laufzeit in meiner Planung, welche Auswirkungen das hat. Weil nur weil das in diesem Jahr funktionieren würde, heißt es ja nicht, dass es im nächsten funktioniert und vor allem in dem Jahr da drauf. Das kann ich mit meiner Planung relativ genau sehen. Richtig schief gehen kann immer was. Da ist der beste, also ich halte mich nicht für super schlau oder so, ganz und gar nicht. Ich habe jetzt nur für mich festgestellt, dass das so für mich funktioniert. Aber selbst der beste Betriebswirt kann nicht alles vorhersehen. Das ist nun mal so. Also es kann immer noch mal wieder irgendwie was richtig reinhauen. Aber dafür ist man selbstständig. Also das, wer keinen Bock hat auf Risiko, der sollte nicht selbstständig sein. Oder sich selbstständig machen oder selbstständig bleiben, wie auch immer man das jetzt sagt. Jo, das dazu. Dann noch mal ganz kurz zurückzukommen auf den Schüttelbeitrag. Ja, du hast ja Windgeld und da kann das ja jeder. Ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster und behaupte einfach, dass ein Großteil der Betriebe, die erfolgreich laufen, alle quersubventionieren. Und ich finde es auch nicht schlimm, denn für mich ist es mir egal, wie das irgendjemand anderes sieht, aber ich für mich sehe das nun mal so, dass auch diese Pachteinnahmen aus Wind, die hätte ich ohne den landwirtschaftlichen Betrieb, hätte ich die ja nicht. Hätte ich keine Pachteinnahmen aus Wind, weil da hätte ich kein Land. So, und das ist für mich einfach nur eine höhere Verzinsung von meinem Eigentum. So, andere, als das Zinsniveau so extrem niedrig war, da gab es keinen Tagesgeldzins, gar nichts. Und der ist ja gerade auch wieder ein bisschen runtergegangen. Anderes Thema noch, aber da sind haufenweise Investoren aufgesprungen und das passiert auch immer noch und haben landwirtschaftliche Flächen, ganze landwirtschaftliche Betriebe aufgekauft. Besonders in den neuen Bundesländern. 1000 Hektar und mehr, und das geht alles über den Hammer, über den Tisch und wird an Investoren und Großunternehmen verkauft. Dann darf man doch eher froh sein, wenn es noch Landwirte gibt als Familienbetrieb, die nicht verkaufen müssen und nicht verkaufen wollen. Wenn alles in Investorenhand ist, wird es mit Sicherheit nicht besser. Also das mal so dahingestellt. So, und es ist ja, woher diese Quersubventionierung kommt, ist komplett zweitrangig. Es ist komplett egal, ob das jetzt
wie bei uns aus einem kleinen Anteil im Windpark kommt oder ob das aus Bauland kommt, das irgendwo mal entstanden ist und dann aus landwirtschaftlichen Flächen Bauland gekommen ist und das verkauft wurde, oder ob Investoren kommen und auf deinem Land Freiflächen, wo Photovoltaik machen wollen. Da kannst du auch keinem Landwirt einen Vorwurf machen. Wer das machen will, also ich habe für mich gesagt, das ist nicht wirklich meins. Also ich finde das sehr, sehr schade. Ich habe lieber eine Windmühle, wo ich drumherum arbeiten kann, aber ich kann die Fläche noch bewirtschaften, als dass die ganze Fläche voll ist mit Photovoltaik. Aber du kannst da keiner Einzelperson einen Vorwurf machen. Jeder muss sehen, wo er bleibt, und deshalb ist das völlig legitim. Nur weil ich das nicht gut finde, heißt das ja nicht, dass das für die Person nicht richtig ist. Und außerdem interessiert das auch niemand, was ich gut finde und was nicht. Das geht doch. Ne, geht keinem was an und es interessiert niemanden. Behaupte ich jetzt mal so. Ne, so, die Möglichkeit. Oder aber die Ehefrau geht Vollzeit oder Teilzeit noch arbeiten und bringt so Geld mit nach Hause, von dem gelebt wird. Und so muss man keine hohen Privatinnahmen aus dem Betrieb nehmen und kann das Geld im Betrieb lassen und damit sich weiter wachsen betrieblich. Oder. Es gibt so viele Möglichkeiten, und das ist alles dasselbe. Wenn sich die Summen unterscheiden, hier und da, okay. Aber es ist alles eine Suppe. Jeder, der seinen Betrieb fortführen möchte und andere Einnahmequellen hat, in der Regel investiert dann auch Geld in den Betrieb. Und wenn es auch mal nur aus steuerlichen Gründen ist, was übrigens bei uns nicht der Fall ist, Wagen brauchen wir dazu. Kipper brauchten wir. Die hätte ich dieses Jahr sonst nicht gekauft. Auch das ist richtig. Die waren eingeplant für nächstes Jahr. Ist aber egal. Ne? Nur um das zu erklären. Andersrum ist der andere Kommentar mit, ja, ihr jault ja nur und dabei geht es euch ja gar nicht so schlecht. Wenn du einen Betrieb hast, der fortgeführt wird, der aber zum aktuellen Zeitpunkt keine Möglichkeit hat, sich irgendwie quer zu subventionieren, ist das eine andere Nummer. Und deshalb kannst die ganzen landwirtschaftlichen Betriebe, du kannst nicht mal zwei Betriebe über einen Kamm stellen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das haut einfach nicht hin. So, ich hoffe, das ist jetzt richtig rübergekommen, zumindest so, wie ich es meine. Ihr dürft da jetzt gerne auch drauf kommentieren. Und wenn ihr sachlich bleibt, ist das alles in Ordnung. Bei mir wird auch nichts gelöscht. Alles, was sachlich ist, bleibt stehen. Ich lese es durch. Und wenn es für mich reizt, das zu beantworten, also wenn es für mich okay ist, dann wird es beantwortet, wie jetzt auch diese beiden Kommentare, über die ich tatsächlich auch mal eben einen kleinen Moment drüber nachgedacht habe und wo ich mich auch so ein bisschen geärgert habe. Die waren jetzt nicht böse. Von daher, wie gesagt, alles in Ordnung, habe ich stehen lassen, auch wenn der eine davon sehr neiderfüllt gewesen ist, aber mein Gott. Dafür sind wir nun mal in Deutschland. Das Thema hatten wir gestern mit Freunden. Wir saßen gestern mit Freunden zusammen, Tasse Kaffee getrunken und ein bisschen gequatscht. War total nett. Liebe Grüße an dieser Stelle nochmal. Hat echt Spaß gemacht. Ich hoffe, das wiederholen wir in nicht allzu ferner Zeit. Und da haben wir auch drüber gesprochen. Und da sagte, weil der eine von den beiden hatte das auch schon mehrfach erlebt. Und weil er selbstständig ist und erfolgreich seine Firma führt und denke ich, auch gutes Geld verdient, und dann kann man sich halt auch mal was gönnen. So, wenn du in Deutschland jetzt mit einem, keine Ahnung, neuen Bus angefahren kommst oder mit, egal was, neuen PKW oder, ne, dann heißt es immer, oh, ist ja scheiße und der betrügt doch und oh, guck dir das mal an. Da geht so eine riesen Neiddebatte sofort los. Sofort. Und es wird drauf gehetzt und drauf geschimpft bis zum Erbrechen. Wenn du das zum Beispiel in den Staaten hast, in den USA, da kommen die Leute und sagen, Mensch, Respekt, geil, gönne ich dir, finde ich geil, hätte ich auch gern, kannst du mir verraten, wie du das gemacht hast? So, das sind Welten dazwischen. Damit will ich nicht sagen, dass es in den USA besser ist. Also alles besser ist. Aber es ist so eine Frage der Mentalität einfach, ne? Ist, wie es ist. Genauso in Deutschland wird nur das Billigste an Lebensmitteln gekauft, was man finden kann, fahren wir nach Italien oder Frankreich. Die spucken dir das auf den Teller. Auch das ist gut. Aber auch das nicht falsch zu verstehen, ich lebe gerne in Wohlsdorf in Deutschland. Ich bin sehr zufrieden hier, und man kann auch sagen, was man will.
das Jammern. Noch leben wir sicher, wer weiß, was passiert, aber das Jammern ist immer noch auf einem hohen Niveau. Wenn man da ein weltweites Ranking aufstellen würde, dann sind wir auf jeden Fall in dem oberen Bereich, was die Lebensqualität angeht. Das ist so. Jetzt habe ich aber genug hier rumgelabert. Für die jetzt schon abgeschaltet haben, sagt denen, die können wieder einschalten, ist vorbei, geht weiter. Oder mach einen Timestamp, ich weiß es nicht. Kann ich auch mal wieder machen. Ne? Aber das musste jetzt einfach mal raus. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie ich es meine. Und dann geht's gleich zu Hause weiter. Bis gleich.
für schöne Kartoffeln. Autowagen, aber nur ganz kurz. Dienstag, 9. Juli. Kurz nach zwei irgendwas. Oh Mann, heute Morgen war es noch richtig schön. Da habe ich sogar für eine Stunde einen Hoodie angehabt und eine lange Hose. Gestern eine kurze Hose, T-Shirt und du ölst in einer Tour. 28 Grad. Wow, Sommer halt. Ich habe heute Vormittag eure Bestellung alle abgearbeitet und ein bisschen im Büro rumgetüdelt. Dann waren wir mit den Kindern noch eben schnell vormittag zum Baumarkt. Da hatten sie ein kleines Planschbecken im Angebot, das haben wir geholt. Da wo es hin sollte, musste ich dann eben noch Rasen mähen. Also habe ich den Rasen darunter getüdelt, Planschbecken aufgepumpt und jetzt lassen wir das Planschbecken volllaufen. Ina ist da jetzt gleich mit den Kids und ich muss noch mal eben los ein bisschen Pflanzenschutzmittel nachholen. Also auf nach Schesel zum Heidesand. Hier ist was los, Leute. Mittwoch, 10. Juli. Hatte ich die Kamera schon an heute? Nee, hatte ich glaube ich nicht. Ne? Habe heute Morgen, gestern kamen noch drei Bestellungen, die habe ich heute Morgen noch schnell abgepackt. Die liegen da schon und warten auf den Postbügel, dass er die mitnimmt. Dann war gestern kurz vor Feierabend noch eben der Tiefbauer hier und hat ein bisschen Hochbau gemacht. Hat die Bleche, weil das Problem ist, ich muss ehrlich gestehen, ich habe Höhenangst. Ist so, ich bin halt hier Plattland-Pirat. Ich kann nicht hochklettern, konnte ich noch nie wirklich gut. Und hat da die Bleche runtergenommen. Und dabei haben wir dann auch gesehen, dass die Latten, die sind gar. Also die brauchen wir auch jetzt nicht vorsichtig runternehmen. Die können dann mit gehackt werden. Das heißt, er wird dann die Tage mit dem Bagger da ein bisschen gegendrücken. Dann nehmen wir die Balken noch runter. Die sehen noch gut aus, die können wir uns noch weglegen, aber die Lattung ist fertig. Jo, also da sind die Bleche gestern noch runtergekommen und heute Morgen, hatte ich den Greifer geholt für die Legosteine. Hier lagen aber dann die Pflastersteine dran und er war heute Morgen eben hier und hat die mit dem Bagger eben weggesetzt. Jetzt siehst du es, dann kann ich dir gleich noch mal eben anrufen bei Klaus, ob ich ihm das Ding noch eben wiederbringen soll, jetzt oder morgen, wann er das haben möchte. Da stehen die vier Steine, die an der Seite sind. So haben wir hier auch Platz. Morgen soll jetzt hier planmäßig soll das ausgewinkelt werden. Ausgemessen, die Böcke aufstellen, also die Winkel aufstellen. Und dann Anfang nächster Woche Fundamente ausbaggern und Baustall rein. Ordentlich recht viel Baustall. Wie sich das gehört, ne? Da geht richtig Eisen rein, meine Güte. Ja, Produktion von der Halle ist auch angefangen, hat er mir erzählt. Die sind in der Fertigung. Also sind wir da jetzt im Moment ganz gut im Zeitplan, was die Halle angeht. Beim Haus, da geht es im Moment noch nicht los oder weiter, wie auch immer man das sagen will. Thema Baum, hatte ich glaube ich schon kurz was zu gesagt. Ursprünglich war der Plan ja, dass er gestern gefällt wird. Da war aber leider am Steiger ein Ventil kaputt. Das muss repariert werden. Also ist jetzt der Baum morgen oder Freitag dran. Die melden sich nochmal. Das läuft auch nicht weg. Also das wäre schon schön, wenn er diese Woche wegkäme, weil ne, nachher steht dann doch der Maurer auf dem Hof. Aber das kommt diese Woche nicht auf den Tag an. Das ist egal. Also er sagte jetzt,
wie gesagt, Donnerstag oder Freitag, er wusste es noch nicht so genau. Und mir ist Lachs. Wir werden sehen, ob er morgen früh kommt oder Freitag daneben. Jo, auf jeden Fall haben wir die Genehmigung dafür, die Befreiung nach Paragraph, ich glaube 67 war es, ne? Hatte ich aber ja schon erzählt. Sehr schön. Sehr schön. Vater ist noch eben los, er hat ein Förderband gefunden, sondern wir suchen noch so ein ganz schmales, so ungefähr. Das soll unter unserem Verlesetisch an der Kartoffelmaschine, wo wir dann die aussortiert rausschmeißen können. Das kann man links, rechts stellen, dass man das dann in eine Kiste kriegt und wir nicht mehr mit diesen blöden Rutschen arbeiten müssen und mal so gehöhlt nach hinten greifen. Das hatten wir ja letztes Jahr schon vor, aber nicht so recht was gefunden. Und jetzt haben wir ein Gebrauchtes gefunden und er ist da eben hin und holt das da weg. Jo. Das war das Update erstmal. Bis später. So, dann gleich noch.
Gleich noch keine Ladungssicherung und dann können wir losfahren. Jo. Das sieht doch gut aus. Donnerschlag, 16 Ampere. Old but gold, oder was? Soll wohl gehen als Sortierband. So, wir fahren jetzt das Ding weg. Ruhe, Radio. Und die Sonne scheint, der Wetterbericht. Oh Gott. Der Wolf, das Lamm, meine Güte. Ha, jetzt kam gerade eine Unwetterwarn-SMS von der Versicherung. Aber wir, das streift uns hier gerade nur so. Es zieht gerade so rüber. Die haben gesagt Südwest. So, da ist Süden, da ist Westen. Also von da. Und wenn man jetzt rüber guckt, da ist es. Da ist es. Aber es trifft uns nicht, wie es aussieht. Die sprachen da auch von Hagel. Den will ich auch gar nicht haben. Da hinten regnet es. Weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennen kann. Also ich vermute mal, weil in die Richtung irgendwo sind unsere Kartoffeln in Osterfesele, Badelsdorf und so weiter, dass die Wasser abkriegen. Aber hier, also es nieselt jetzt ein bisschen und es grummelt, aber es ist hier nicht über uns. Aber da ist richtig dunkel. Alter Schwede. Was? Nein. Jo. Geh rein, es regnet. Moin. Donnerstag, 11. Juli. War nicht viel Regen gestern. Aber besser als nichts, ne? Da hinten, da draußen, den will ich mir gerade holen. Ich muss aber die gelbe Tonne zur Straße bringen. Und ich bin ja von Grund auf faul. Ich nehme da immer gerne den Weidemann mit der Palettengabel. Da hinten wird ausgewinkelt. Ausgewinkelt. So. Oh, hier ist auch totales Chaos, weil alles irgendwo weg musste. Aber das wird sich irgendwann auch ändern. Das auch beantworten, weil es gefragt wurde öfter mal, ist der Weg eigentlich fertig? Sieht nicht so ganz fertig aus, es sieht voll fertig aus. Es sieht komplett fertig aus, aber es ist nicht fertig. Ja, da nuscht. Ja, ist wie es ist. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Irgendwann werden wir auch fertig. Irgendwann werden wir fertig. So, jetzt weiß ich nicht, ob die jetzt heute kommen zum Baumfällen oder morgen. Bleibt eine Überraschung. Noch könnte es sein. Mal gucken. Das Spielzeug nochmal an der Seite. Was ist das denn? Oh, ehrlich. Ist ein sehr autowagenlastiger Vlog, ne? Aber es wurde sich ja von euch gewünscht, dass wir nochmal ins Moor fahren zu den Kartoffeln. Und da bin ich jetzt, weil ich sowieso gerade unterwegs war. Und in der Nähe habe ich gedacht, gut, dann fahren wir da mal eben ran. Hier haben wir das Ausgeblühte. Die Kartoffeln, das waren ja die zu Anfang hier reingekommen sind, noch Fontane.
Also Pommeskartoffeln, Reste Stärke, Stärke Industrie, also Vorgewände und da hinten so. Und da wollen wir jetzt mal gucken, weil die sahen echt immer extrem klöterig aus. Sowohl hier am Vorgewände als auch da. Ja, alles was hier weiß blüht, ist später reingekommen und die sahen nicht gut aus. Und da muss man jetzt mal sagen, die haben sich ganz gut gefangen, wenn man von hier das zumindest guckt. Wir halten da vorne gleich mal eben an. Das sieht jetzt nicht so verkehrt aus, ne? Mal nach vorne fahren da. Gucken. Buddeln wollen wir jetzt nicht. Haben wir im letzten Video genug gemacht, würde ich sagen. Aber die sind hier richtig saftig. Erstaunlich. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich, muss ich sagen. Wenn man das vor Augen hat, wie es hier ausgesehen hat vor ein paar Wochen, dann kann man sich nur freuen und dankbar sein, dass sich das noch so zurechtgewachsen hat hier. Gewaltig. Gewaltig. Und da haben wir, da sehen wir die Durchfeuchtung. Also, das ist, da wollte ich nämlich auch noch kurz was zu sagen. Wasser, Beregnung und so weiter. Fachverband Feldberegnung hatte gesagt, ja, das könnte in dieser Woche passieren, dass Beregnungsbedarf da ist. 20 bis 25 Liter, also vorsichtig. Soll man da rangehen, aber vorher natürlich die Bestände selber kontrollieren, weil die können ja nicht für jeden Standort da irgendwie jetzt eine 100% safe Empfehlung abgeben. Und wir hatten gestern ja ein bisschen, das waren 3-4 Liter, das war jetzt nicht so die Masse. Hier wiederum kann es schon wieder deutlich mehr gewesen sein und so wie das hier aussieht, würde ich mal sagen, war es auch so, dass sie mehr gekommen ist. Aber wenn man jetzt hier mal so guckt, haben wir hier eine schöne Bodenfeuchte, es ist nicht zu nass, aber es ist halt auch nicht weit weg von trocken und deshalb brauchen wir im Moment, so wie im letzten Video schon gesagt, auch noch nichts machen. Und die sind jetzt auch in der Blüte, sind voll in der Blüte und das sieht sehr homogen aus, ne? Das Ganze hier, also da bin ich wirklich zufrieden jetzt. Sehr schön, also das hätte böse ausgehen können. Vielleicht klappt das doch noch alles mit der Vertragserfüllungsprämie, von der ich im letzten Video erzählt habe. Wäre ja schön, ne? Doch, das ist ordentlich. So, Nachbarkartoffeln, Nachbarkartoffeln. Feine Sache. So, heute, also ich habe vorhin, wie eigentlich immer jeden Morgen, wenn Bestellungen da waren, noch eben Bestellungen gepackt. Das ist fertig. Jetzt ist es 9 oder so. Ja, kurz nach 9. Heute passiert nicht mehr ganz viel. Wir müssen Nachmittag noch auf eine Beerdigung und dann ist hier mit Filmen auch nichts mehr. Dann geht das morgen weiter. Vielleicht gleich zu Hause. Ich muss mal gucken, wie weit die da mit dem Ausmessen sind und Auswinkeln, meine ich. Von Eichenfällen, da sind, die sind jetzt heute nicht gekommen. Also denke ich mal, dass sie morgen kommen. Ist mir auch ganz recht. Und dann, wenn jetzt heute nichts Großes mehr passiert, geht das erst morgen weiter. Das sehen wir dann. Jetzt fahre ich erstmal wieder nach Hause. Später. Ah.
Freitagabend, 20 Uhr, keine Ahnung welches Datum. Läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ach. Wenn Jens doch nur hier wäre, der Urlauber, wenn er das erleben könnte. So, ansonsten habe ich heute nichts gefilmt, ganzen Tag nicht. Aber Regen müssen wir noch mal eben filmen, ne? Ja, ich denke, Wasser. So, wir machen mal weiter. Tschüss. Ja. Voll das Strahlrohr. Der Baum ist immer noch da, bevor Fragen kommen. Moinsen, Samstag, 13. Juli. Gestern war der 12. Habe ich gestern Abend das Handy nicht in der Tasche gehabt zum Gucken. 8 Uhr. Ich will euch nochmal eben ein finales Update geben, wie der Stand der Dinge ist. Ist auch für mich immer wieder interessant, wenn ich in 2 Jahren das Video sehe. Mensch, aha, okay. So weit wart ihr da. Und zwar gar nicht weit. Baum ist noch da. Haus ist nicht da. Aber die Kipper sind da. Stehen da. Und dann mache ich jetzt mal einen kurzen Abriss, was noch passiert ist. Wir laufen mal eben zum Schlepper, zum 724, da will ich euch was zeigen. Wettermäßig, heute soll noch ein kleines bisschen Regen kommen, wohl laut Bericht. Dann die kommende Woche wohl relativ trocken und die Woche drauf wieder einiges an Regen. So steht es im Moment da. Und das sagen zumindest die Holländer, die hatten bislang immer die besten Treffer. Ja, knapp geht, aber da ganz kurz nur, da viele haben nachgefragt oder beziehungsweise viele haben kommentiert, da fehlt doch der Knauf. Stimmt, fehlte. Lenkrad ist getauscht. Knauf ist dran. So, da ist nichts passiert. Hier um die Ecke ist noch ein bisschen was passiert gestern Abend. Und zwar, Legesteine weg, hatte ich ja schon erzählt, ja. Und zwar folgendes. Hier ist jetzt der Schirm komplett weg. Also die Stützen, die ganze Konstruktion, Holzkonstruktion ist weg. Jetzt, was noch fehlt, ist hier unten, so 20 cm ungefähr, bis da. Hier irgendwo ist ja das, der nächste Riegel, das Kantholz, irgendwo bis da wegschneiden, dass man dann sauber ran betonieren kann an die alte Sohle. Ansonsten ist die Baufirma hier gewesen, Beko, und hat schon ausgewinkelt, alles ausgemessen, Schnüre gespannt, damit das mit den Fundamenten als nächstes losgehen kann. Ach, die Viecher glauben schon, die kriegen jetzt was zu fressen. Nein, das dauert noch einen kleinen Moment. Körbe sind geflochten für die Bewährung und dann wird da nächste Woche ausgebaggert, dann kommt die Bewährung rein, dann wird die Bewährung abgenommen. Und danach kann dann betoniert werden, also die Fundamente. Hier ist noch einmal Regenwasserleitung neu eingebuddelt worden. Da war Reinhard gestern noch bei. Einmal hier quer rüber, im Abstand irgendwo hier liegt die jetzt. Dass wir das Wasser nach dahin kriegen und das Wasser später dann alles in die Richtung zur Entwässerung, auch von der neuen Halle. Damit das hier hinten trocken bleibt und nicht alles hier stehen bleibt, auch sinnig. Da muss dann auch noch mal irgendwie ein Gully mit hin davor. Da müssen wir mal gucken, wie das passt, wie wir es am geschicktesten machen. Irgendwie haben wir ja so ein Gefälle, dass wir da irgendwie noch mal ein Gully setzen. Da ist einer, da kann man dann so rangehen. Das sehen wir dann. Aber das ist ja ganz, ganz zum Schluss. Erstmal muss die Halle stehen. Ne? Jo, da sind wir so im Zeitplan. Also das sollte eigentlich alles hinhauen. Die Gänse schimpfen, wir gehen weiter weg. Das sollte so alles hinhauen. Dass das so weit fertig ist, wenn wir anfangen wollen, Stärkekartoffeln einzulagern. Da habe ich ja auch schon ein paar Mal zu gesagt, das ist ja nun nicht, wenn wir mit der Ernte beginnen. Wir fahren ja dann erstmal direkt vom Feld nach Wietzendorf mit dem Eumel da. Und dann je nach Witterung, je nach Ablauf der Ernte, Ende September oder sowas. Und bis dahin soll das so weit stehen. Jo. Das dazu, ansonsten habe ich
Hier hinten im Moment leider nichts Neues zu berichten. Nächste Woche ist da mehr Action. Da nehmen wir euch natürlich wieder mit. Nächste Woche kriegt ihr auch Jens ein bisschen zu sehen. Jens hat noch ein bisschen frei, aber er wird zwischendurch mal herkommen. Gestern war er auch kurz da. Das war dazu. Irgendwas hat er. Achso, und dann wollen wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Woche nochmal was Schönes aufbauen und testen. Das seht ihr dann auch. Das ist nächste Woche mit geplant. Ja. Ja, Punkt. Das ist es. In 14 Tagen ist dann noch mehr Action, aber da kommen wir dann auch zu. Ich denke, dass der Baum hier jetzt auch nächste Woche wegkommt, das zeige ich euch natürlich auch, nehme ich euch mit. Ich will mal sehen, ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen, dass wir das gleich hacken können. Das hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt, ich würde ja gerne da noch ein Stück Stamm zurückbehalten zum Aufsägen. Das sieht mir aber im Moment danach aus, als wäre da nichts Gescheites drin, was man irgendwie sägen könnte. Wir gucken uns das an, wenn da runtergesägt wird, ob da was bei ist, was noch gut ist. Dann legen wir ein bisschen Stammstück weg aus dem Bereich vielleicht. Vielleicht haben wir Glück, dass da noch irgendwo was Brauchbares ist. Aber es muss schon irgendwie 2 Meter haben, sonst macht das keinen Sinn. Und der Rest wird gehackt und macht uns dann übernächsten Winter warm. Ja, so wird es laufen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne wieder ein Däumchen da. Wenn ihr Fragen habt, einen Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ne? Also, Dankeschön, reinhauen. Bösing! Puh, so viele Baustellen. Meine Güte.